Der Traum vom Tourismus, liebe Zuschauer, der kann übrigens auch zum Albtraum werden. Fragen Sie mal die Einwohner von Florenz. 8 Millionen Besucher strömen jedes Jahr in die toskanische Hauptstadt. Zwar bringen sie viel Geld in die Stadt, schaffen aber auch eine Menge Probleme. Überfüllte Straßen, beschmierte Wände. Florenz ist längst nicht mehr ein Heim der Hochkultur, sondern ein Magnet der Mittelmäßigkeit. Das soll sich unter dem neuen, jungen Bürgermeister jetzt ändern. Ein junger, starker David, der es gelassen aufnimmt gegen Goliath. Die berühmte Statue Michelangelos steht vor dem Sitz des Bürgermeisters. Und drinnen residiert inzwischen ein anderer junger Mann, Matteo Renzi. Stolz präsentiert er seine Amtsräume im Palazzo Vecchio. Das heißt wörtlich übersetzt alter Palast. Doch auf dem alten Erbe darf man sich nicht ausruhen, sagt Renzi, will der Stadt neues Leben einhauchen. Unsere Stadt darf nicht nur ein Museum unter offenem Himmel sein. Sie braucht Frische, Enthusiasmus, neue Ressourcen und Reichtümer. Deshalb haben wir beschlossen, den Domplatz für den Verkehr zu sperren, Bibliotheken bis Mitternacht aufzulassen, den Touristen einfach noch mehr zu bieten. Sabine Klein ist Touristenführerin in Florenz und begeistert. Früher musste sie gegen den Verkehr anbrüllen, jetzt ist der Domplatz Fußgängerzone, Sitzbänke statt Autos. Die kamen hier durch, fingen 100 hoch. Und wo jetzt die Leute ganz bequem über die Straße gehen, ohne sich Gedanken zu machen, da sind bis Oktober 2009 die Autos durchgefahren. Neu in Florenz außerdem eine Tram. Auch sie soll helfen, das Verkehrschaos in den Griff zu kriegen und bringt Touristen auch schnell mal raus aus dem Zentrum. An den Randzonen wird gebaut. Das Prestigeobjekt, ein Kulturzentrum mit Opernhaus und Konzertsälen. Nach hunderten von Jahren wagt man sich erstmals wieder an die Höhe des Doms. Die Reaktion der Florentiner? Es gibt viele Initiativen, Propaganda, Rekordversuche. Wir haben sicher einen Bürgermeister, der es versteht, auf die Leute Eindruck zu machen. Wir können uns nicht beschweren. Wir haben einen guten Bürgermeister, schön und jung. Schnell, aber weise wie eine Schildkröte mit Segel. Das sei das Leitmotiv von Florenz, meint Renzi und verweist auf das Symbol im Palazzo Vecchio.